Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fußball-Podcasts. Sie wissen, es geht darum, alte Geschichten aufzuwärmen oder vielleicht neue wiederzugeben. Mal schauen, was ich meinem heutigen Gast da alles so entlocken kann. Er drängt sich jedenfalls geradezu auf, dass er sich quasi in die Stammformation des Podcasts spielt. Zum einen, weil er unbestritten einer der besten Stürmer war, die Österreich je hervorgebracht hat. Und zum zweiten, weil er üblicherweise auch verbal, wenn es sein muss, sehr abschlussstark ist, so mag ich das einmal formulieren. Er war 5-mal Meister mit der Wiener Austria, 3-mal Cupsieger, gilt als absolute violette Ikone. Und jetzt wissen Sie wahrscheinlich eh schon, von wem ich spreche. Ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat. Andi Ogris. Hallo, grüß dich. Servus. Danke, dass wir dich gewinnen durften für diese Aufzeichnung. Ich mag mit dir den Fokus vor allem auf die 90er Jahre legen. Erstens, weil ich den am aktivsten miterlebt habe oder diese Periode am aktivsten miterlebt habe. Und zweitens, weil da halt am meisten passiert ist in deiner sehr bewegenden Karriere. Und trotzdem müssen wir wahrscheinlich zum Verständnis für deinen sportlichen Werdegang zunächst einmal die 80er ein bisschen beleuchten. Damals bist du ja in die Austria-Kampfmannschaft gekommen und hast, glaube ich, nicht so einen leichten Stand gehabt neben Kapazundern wie Polster, Nilaschi, Steinkogler. Nicht zuletzt deswegen wurdest du dann ja auch verliehen. Ja, das war, also ich bin 1982 in die Austria-Kampfmannschaft aufgenommen worden und da war es natürlich von den Stürmern her extrem eng. Wie gesagt, da war Nilaschi, Polster, Trabitz, Steinkogler, alle durchwegs Nationalspieler und ich war mehr oder weniger der Fünfte. Und da hast du natürlich schon die hinten anstellen müssen und bei jedem Training halt Gas geben, dass du halt auffällig bist. Nicht? Mein Weg war halt dann derjenige, dass ich halt gesagt habe, ich muss über Leihbasis, wo ich dann, ich glaube im 85er Jahr bin ich dann auf Leihbasis zu Admira gegangen und da habe ich die Möglichkeit gekriegt, unter Ernst Dokopil als Trainer zu arbeiten und mich dort ein Jahr lang in der Bundesliga zu beweisen. Und aufgrund dieser Saison, die für mich extrem positiv war, hat mich dann die Austria wieder natürlich zurückgeholt und dann habe ich mich in diesen Zweikämpfen mit Trabitz, mit Steinkogler halt am Ende des Tages dann irgendwann einmal durchgesetzt und dann bin ich halt Stammspielerin bei der Austria. Und du bist auch in den Genuss gekommen, Herbert Prohaska noch als Mitspieler zu erleben. Was muss man über den Mitspieler, über den Kumpel, über den Menschen Herbert Prohaska wissen, bevor wir dann auf den Trainer Prohaska zu sprechen kommen? Extrem guter Fußballer, braucht man nicht reden. Und aber auch menschlich immer Hilfestellung für Junge gewesen. Wenn du irgendwas braucht hast, auch abseits des Platzes, war der Herbert immer einer, der ein offenes Ohr gehabt hat für die. Das ist jetzt ein Gang, weiß ich nicht, wo geht man am gescheitersten hin, hat die Austria zum Beispiel irgendwo, wo man sich wegen einem Führerschein, weil es ja dann trotzdem immer eine Sache ist, wann kann ich Vorstunden nehmen, wann kann ich es nicht nehmen, wann habe ich die Prüfung oder nicht. Das muss ja alles immer in einer Sache sich anspülen, dass das Training nicht gestört wird und dass du halt so wenig wie möglich Trainings versammst. Und da hat er uns halt natürlich immer wieder geholfen, oder auch wenn es gegangen ist, ganz um banale Sachen. Ich brauche einen neuen Fernseher daheim. Hast du irgendwem, wo man hingehen kann, wo es vielleicht ein paar Prozente gibt? Und der Herbert war für solche Sachen halt immer sehr, sehr offen und da war sehr, sehr nett immer zu den Jungen und hat uns da sehr viel weitergeholfen und hat uns da immer ein bisschen so ein Gleis gelegt zu den diversen Menschen, die uns dann weitergeholfen haben. Er gilt ja auch als non veritabler Schmähbruder. Hat er euch Jungen damals nie auflaufen lassen oder einlassen? Oder war der immer sehr korrekt? Oder hat er sich das eine oder andere Späßchen mit euch auch erlaubt? Naja, das war ja damals ein bisschen andere Zeit. Eigentlich Späßchen, glaube ich, ist das eine oder andere Mal am Häkel gestanden. Aber da war ja nicht nur er, da war der Baumer-Stenzel, da war der Obermeier-Erich, da war der Sarah-Robert. Da waren so viele Spieler, die mit einem extrem guten Schmäh ausgestattet worden sind. Und das war ja auch eine eigene Partie. Der leider viel zu früh verstorbene Fritz Drazan war ja einfach legendär in dieser Runde. Also da haben wir schon sehr viel zum Lachen gehabt.
das eine oder andere Mal natürlich auch auf den eigenen Schirm und die haben die dann gehäkelt. Aber das hat den Ganzen nichts abgetan, ganz im Gegenteil. All diese Spieler, die ich aufgezählt habe, waren auch immer sehr viel für die Jungen da und sehr hilfreich in meiner Karriere zumindest. Also ich kann über diese Menschen, muss ich mir eigentlich heute noch immer bedanken, weil sie mir sehr viel geholfen haben in meiner Karriere. So, wir kommen schön langsam in die 90er Jahre und müssen selbstverständlich über das Jahr 1990 gesondert sprechen, weil es, nehme ich einmal an, immer noch einen speziellen Stellenwert in deiner Karriere gehabt hat. Zum einen hat Andy Ogris damals als WM-Torschütze geglänzt im Spiel gegen die USA. Heute noch legendär, als du gefühlt vom eigenen 16er gestartet bist und dann die halbe Hintermannschaft der USA überrannt bist, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann den eleganten Lupfer als Krönung draufgesetzt hast. Und zum Zweiten war diese WM, glaube ich, auch ein bisschen Türöffner für deine Karriere Richtung Ausland, was Spanien und Espanyol Barcelona angeht. So, wir schauen, dass wir eins nach dem anderen abarbeiten. Zuerst die WM 1990 unter Teamchef Hickersberger, die ist dir wie in Erinnerung geblieben? Einerseits für mich natürlich der Türöffner fürs Ausland, aber die andere Seite waren wir halt alle miteinander nicht zufrieden mit der Ausbeute, die wir sich geschaffen haben. Wir haben im Vorfeld der WM haben wir dann schon ganz gute Ergebnisse gegen Top-Mannschaften gespielt und haben sich eigentlich alle miteinander mehr erwartet, dass wir zumindest eine Runde weiterkommen. Das hat sich dann halt leider Gottes nicht so ergeben. Und deswegen war es einerseits für mich persönlich super, aber mannschaftstechnisch und fürs Land Österreich waren wir dann halt am Ende des Tages, sind wir weit unter unseren Erwartungen zurückgeblieben. Wie lange hast du einen Muskelkater gehabt nach diesem besagten Sprint, der dann mit dem Tor gekrönt wurde? Da habe ich gar keinen Muskelkater gehabt, weil da war ich noch besser benannt, wenn ich das heute mache. Ich glaube, heute, wenn ich vom 16er Weg renne, glaube ich, dass ich spätestens bei der Mittelauflauf an Muskelfaserriss haben werde. Aber damals war ich wirklich gut benannt und da war sehr, sehr gut austrainiert. Und das heißt, das hat man nichts gemacht und ganz im Gegenteil. Also, ich habe gewusst, dass die Verteidiger der USA jetzt nicht die schnellsten sind und mich nicht aufhalten können, wenn ich da daherkomme, und deswegen habe ich das einfach durchgezogen bis zum Schluss. Mhm. Apropos Training und körperliche Fitness, ich mag dir wirklich nicht zu nahe treten, aber du giltst ja schon als einer, der nicht immer unmittelbar nach dem Abendgottesdienst schlafen gegangen ist. Der Peter Stöger hat in der Dokumentation über 100 Jahre Austria Wien ganz unverblümt erklärt, dass es schon vorgekommen ist, dass die Ogris-Partie schon einmal wohl zum Vormittagstraining gekommen ist. Magst du dazu eine Stellungnahme abgeben? Von mir aus ja. Erstens haben wir schon verjährt, das kann mir nichts mehr passieren. Das kann natürlich schon sein, aber das war meistens dann halt, wenn wir am Samstag, weil damals war ich noch Samstag-Rhythmus in der Bundesliga, und wenn wir am Samstag noch ein Match fortgegangen sind, dann ist es vielleicht das eine oder andere Mal vorgekommen, dass wir direkt gekommen sind zum Sonntagvormittagstraining, und Vormittag war aber dann immer gleichbedeutend mit Auslaufen, Körperpflege, Sauna und alles drum und dran. Und von daher war es dann auch nicht so schlimm. Und die Trainer, die jeweiligen, die da halt waren, haben entweder wohlwollend weggeschaut oder haben es auch gar nicht bemerkt. Weil wenn wir dann alle miteinander ausgegangen sind und sind auslaufen gegangen, dann hat auch jeder sein Programm abgespielt, und da hat es nicht gegeben, nein, heute kann ich nicht, weil man schlecht ist, oder heute kann ich nicht mit da was weh oder da was weh, ganz im Gegenteil. Wir haben dann eher doppelt und dreifach gemacht, bevor man gesagt hat, nein, das machen wir nicht. Also Trainings versäumt aufgrund von zu eskalierenden Partynächten hat es nie gegeben? Nein, das hat es bei mir überhaupt nicht gegeben, ganz im Gegenteil. Also ich habe gesagt, wenn ich lumpen gehe, dann muss ich am nächsten Tag auch meinen Job machen, und dann muss ich im Gegenteil noch eine Schaufel drauflegen, dass ich auch keiner was sagen kann. Also das ein kleiner Exkurs, der uns vielleicht noch ein paar Mal
begleiten wird im Laufe des Gesprächs. Wir schauen, dass wir zurück zur Chronologie kommen und zum Jahr 1990 bzw. 1991 und deinem Abenteuer Espanyol Barcelona. Wie hast du das als Gesamtphänomen abgespeichert, auch vor dem Hintergrund, dass, wenn ich richtig recherchiert habe, Espanyol dich nach diesem halben Jahr oder Jahr behalten wollte, die entsprechenden Raten aber nicht zahlen konnte und du deswegen zurück zur Austria gekommen bist? Das war halt damals, also es hat also damals noch kein Postmanurteil gegeben und die Austria hat für mich damals als Ablösesumme 40 Millionen Schilling veranschlagt und das hat Espanyol... War wahnsinnig viel Geld damals? Denke ich ja. Und Espanyol hat das aber nicht zahlen können auf einmal und haben damit mit der Austria ein Leihgeschäft gemacht und hat für das erste Jahr 12 Millionen Leihgebühr zahlt. Für das Geld sind viele andere österreichische Fußballer verkauft worden und namhafte Fußballer verkauft worden. Und da bin ich halt ein Jahr leihweise weg gewesen. Ich wäre dann gerne, ich habe dort einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben und wäre auch gerne diese 3 Jahre geblieben. Aber wie gesagt, es war noch keine Postmanute und Espanyol hat dann halt beim Zahlen, waren sie ein bisschen schleißig, wie die Spanier halt immer so sind, und haben nicht zum richtigen Zeitpunkt die Ablösesumme, also die Leihgebühr bezahlt, dann hat der Josi Walter Verzugszinsen verrechnet, die sie dann auch nicht punktgerecht, der legendäre Manager damals von der Austria, punktgerecht gezahlt haben. Und aufgrund dessen ist es dann halt so zustande gekommen, dass ich zurück musste, obwohl ich selber noch mit Josi Walter telefoniert und gesagt habe, ich möchte gerne dort bleiben und ob er da nicht irgendwie einlenken kann, dass das Leihgeschäft weitergeht. Also die Espanyol wäre bereit gewesen fürs zweite Jahr. Es waren dann nur eine Summe von 28 Millionen offen. Fürs zweite Jahr 14 und fürs dritte Jahr 14. Und der Josi hat aber gesagt, nein, die zahlen schleißig und zahlen nicht pünktlich. Sie müssen entweder die 28 auf einmal hinlegen oder ich muss zurückkommen. Für die Austria war es natürlich eine angenehme Situation. Sie haben erstens einmal 12 Millionen eingenommen mit mir, die haben dann in weiterer Folge sehr einmal geholt, der Sport. Das kommt auch noch dazu und ich bin wieder zugekommen und habe einer wieder gehört und wenn jetzt wieder ein anderer Verein gekommen wäre, dann hätten sie mich wieder verkaufen können. So hat sich das halt damals dann angespielt und dann habe ich halt zurück müssen. Was mir sehr weh da hat, weil ich ganz gern im Ausland blieb war und sehr gern in Spanien blieb war, weil es dort extrem... Erstens einmal von der Lebensphilosophie war es dort super, auch von den Zuschauern her, die Stadien halt einfach anders, und dort wird halt Fußball gelebt. Im Umfeld, die Zuschauer, wenn du dort dreimal verloren hast, mit Espanyol haben wir eine Serie gehabt, haben wir 4 Matches hintereinander verloren und ich bin trotzdem dann irgendwann einmal mit meiner Frau und mit meiner Tochter auf die Ramler spazieren gegangen, da ist ja jeder Espanyol-Fan gekommen und hat auf die Schulter geklopft und hat gesagt, aber die Wochen schaffen wir es. Wenn du dasselbe noch 3 Niederlagen machst auf der Fußgängerzone in Favoriten, wird sich das Ganze ein bisschen anders anhören. Und von daher ist also der Stand eines Fußballers in Spanien ein ganz anderer als da in Österreich. Also, es ging für Andi Ogris zurück zu Wiener Austria. Es sind viele Erfolge gefolgt, über die wir dann gleich sprechen werden. Aber wenn wir gerade historisch bei den anfänglichen 1990er Jahren sind, müssen wir noch einmal den Wechselpass zum Nationalteam und zu deiner Teamkarriere machen, weil Anfang der 90er Jahre ein Mann namens Ernst Happel das Ruder übernommen hat. Er ist also Teamchef geworden und hat Andi Ogris zum Teamkapitän gemacht. Und dieser Prozess oder die Ernennung zum Teamkapitän, die glaube ich, ist speziell abgelaufen, wenn ich da die Geschichten, die ich von dir ansatzweise und ansatzweise vom Krone-Reporter Peter Klöbel richtig aufgeschnappt habe. Es hat was mit Rauchen zu tun, richtig? Naja. Im Vorfeld zu der Präsentation zum neuen Teamchef waren ja viele Spekulationen und es hat ja in Wahrheit keiner gewusst, wer es wirklich wird. Bis auf diejenigen, die halt mit Ernst Happel verhandelt haben. Nicht? Und das wird gewesen sein damals der Peppa Mauhardt und wahrscheinlich auch der Gigi Ludwig. Und die sind die einzigen gewesen, die das gewusst haben, wer jetzt wirklich der neue Teamchef ist. Alle anderen haben nur spekulieren können. Da waren Namen wie Stare Gustl, Willi Kreuz, die sind halt so in die Medien herum
gereicht worden, diese Namen, aber in Happe hat in Wahrheit so richtig keiner auf der Rechnung gehabt. Und irgendwann einmal hat dann bei mir damals Telefon geklärt. Eine schöne Zeit damals noch, weil kein Handy. Da hat das Festnetz geklärt. Da hat dann der Gigi Ludwig hat mich angerufen und hat gesagt, Herr Standi, wir würden dich gerne dabei haben bei der Präsentation vom neuen Teamchef. Der neue Teamchef möchte sich mit dir im Vorfeld der Pressekonferenz zu seiner Vorstellung gerne unterhalten. Und ich habe gesagt, ja, na, wer wird's? Und ich habe gesagt, nein, das ist alles noch geheim und wir sagen da nichts. Wir hätten ganz gern, dass du da kommst. Und dann bin ich halt dort hingefahren. Und dann haben sie mich halt durchgeschleust irgendwo und in irgendein so ein extra Zimmer rein. Und dann ist halt dort der Ernst Happe gesessen. Und hat mich halt begrüßt und ich habe ihn begrüßt. Und dann haben war er per Sie mit dir? Nein, ja, setz dich nieder, Zauberer. Du warst schon per Sie mit ihm? Ich war mit ihm per Sie, natürlich. Und er hat aber zu mir gesagt, setz dich nieder, Zauberer, ich muss mit dir was reden. Der Zauberer, glaube ich, hat ziemliche Anerkennung war in seinem Sprachgespräch. Hat er sich halt dann dort hingesetzt nicht, und hat seine Belger, die Beischelreißer waren, geraucht. Und hat mir sogar Zigaretten angeboten und da war aus Respekt vom Ernst Happel habe ich sie abgelehnt. Aber ich hätte die Zigaretten auch nicht genommen, weil die wirklich, das waren so richtige Beischelreißer, ich glaube. Die hast du nicht leicht vertragen. Aber gut, und dann sind wir halt so zusammengesessen und dann hat er sich halt mit mir eine Zeit lang unterhalten und hat mir halt erklärt, dass er mich gern zum Teamkapitän machen möchte und was er sich dann in dieser Position von mir erwartet und was er gern hätte. Da haben wir sie dann unterhalten und ja, in weiterer Folge ist er halt dann präsentiert worden und ich war halt unter Ernst Happel, was für mich erstens einmal Teamkapitän von Österreich zu sein, ist schon eine riesen Auszeichnung, aber das dann Ganze dann noch unter dem Ernst Happel war für mich noch eine größere Auszeichnung und war für mich natürlich auch noch eine größere Antriebsfeder für, dass ich jeden Tag richtig Gas gebe beim Training, weil das ist, da hast du natürlich eine Verantwortung und der muss gerecht werden. Hast du bei besagtem Termin dann eine eigene Katz sozusagen oder hast du dann gar nicht geraucht? Nein. Wusste er, dass du rauchst? Ja, natürlich. Das hat er gewusst. Also es war ihm kein Anliegen, dir das irgendwie auszutreiben? Nein, überhaupt nicht. In meiner ganzen Karriere habe ich einmal einen Trainer gehabt, der mir das Rauchen abgewöhnen wollte, das war der Horst Rubisch. Aber nicht jetzt gesagt, du darfst nicht mehr rauchen oder du darfst oder hinterm Bus nicht rauchen oder ich will das nicht sehen, sondern der hat mir irgendwann einmal vorgeschlagen, eine Wette hat gesagt zu mir, Andi, wenn du 2 Monate nichts rauchst, dann bezahle ich da oben dessen für die gesamte Mannschaft. Und ich habe gesagt, 2 Monate, ich habe gesagt, ja, da habe Wette angenommen und habe 2 Monate keine Zigaretten aufgeregt. Und jetzt kann natürlich jetzt werden wieder viele sagen, weil jetzt, na gut, wenn er nicht dort gewesen wäre, wird er sich irgendwann auch gehabt haben. So bin ich nicht. Wenn ich eine Wette annehme, dann ziehe ich das auch durch und habe wirklich 2 Monate keine Zigarette angegriffen. Und nach 2 Monaten bin ich heute halt in die Trainerkabine eingegangen und habe gesagt, habe ich die Wette gewonnen? Und er hat gesagt, ja, du hast das gewonnen. Und bin aus der Trainerkabine rausgegangen und habe meine Arztwunden. Und dann hat er gesagt zu mir, du bist ein Volltrottel. Und ich habe gesagt, warum? Und er hat gesagt, naja, ich habe mir eigentlich erwartet, wenn du jetzt 2 Monate, dass du überhaupt keine mehr rauchst. Sag ich, nein, falsch. Ich habe nie gesagt, ich will aufhören zum Rauchen. Du hast mir Wett vorgeschlagen, ich habe die Wette angenommen, ich habe die Wette gewonnen und jetzt rauche ich weiter, aus Ende. Und das war halt so. Einer von vielen Trainern, die du bei der Austria genossen hast. Ein Wort noch zum Trainer Ernst Happel. Wie ist er mit echten Typen, wie es ja heute gerne heißt, umgegangen? Weil er war ja wirklich damals nicht nur Lämmchen in der Nationalmannschaft. Also das ist ja, sprich jetzt nicht nur explizit dich an. Was hat er gemacht mit schwierigen Typen? Ja, grundsätzlich ist er mal so, er hat alle Spieler gleich behandelt. Es hat, ob du jetzt ein Typ warst oder nicht Typ warst, oder ob du ein Junge warst oder ein Alter warst, er hat alle gleich behandelt. Der Ernst Happel war ein Trainer, der extrem gutes Gefühl gehabt hat für Spieler, wie muss er wen behandeln. Aber jetzt nicht rund ums Training, sondern auch während dem Training. Wo kann ich ihn heben, noch besser ansetzen? Der hat eher ein irrsinnig gutes Auge gehabt. Auch da gibt es eine kleine Zwischengeschichte, also wie er dann schon eigentlich sehr, sehr krank war und es eigentlich schon dem Ende zugegangen ist, ist er in Neidorf bei einem Training
im Sommer, da war Sommer, draußen gesessen, eigentlich mit einer Decke und mit Kapperl und es hat gehabt, glaube ich, einen 30er oder 35er. Und er ist dann am Rand gesessen und wir haben halt trainiert und der Didi Constantini hat das Training geleitet. Und er ist halt dort gesessen und hat das immer wieder beobachtet und irgendwann einmal hat er einen Pfiff gemacht. Und der Didi ist hingelaufen zu ihm und hat gesagt, ja Trainer, was gibt's? Und er hat gesagt zu ihm, und ich bin so 10 Meter weg, also hat er gesagt, sag den Spieler, wenn er nicht bald anfängt zum Gas geben, kann er gleich heimfahren. Also der hat noch immer, ich sage keinen Namen. Sehr, sehr charmant umschrieben, ja, wenn es geht. Ich sage keinen Namen. Aber du weißt, wenn man, wenn man, wenn, ja, natürlich, ich weiß es. Aber ich, und da hast du schon gesehen, dieser Mann hat extrem gutes Auge gehabt und ein extrem gutes Gefühl gehabt, für was man in was für einer Situation zu tun hat. Und das hat uns natürlich schon vorangebracht. Also mich persönlich zumindest hat das vorangebracht. Weil du hast das schon viel lernen können und viel da anschauen können, auch für das, was ich nachgekommen ist. Wie ich dann meine Trainerkarriere gestartet habe, habe ich das natürlich auch so teilweise einfließen lassen. Also dann nimmt man, nimmt ja von jedem Trainer ein bisschen was mit. Es gibt nur einen einzigen Trainer, von dem ich nichts mitgenommen habe, und das ist der Cordes. Da brauchst du nichts mitnehmen, außer, wurscht. Reden wir weiter. Der Happel war ein Traum. Für mich persönlich war er ein super Trainer. Und ich war extrem froh, dass ich diese eineinhalb oder zwei Jahre mit ihm beim Nationalteam zusammenarbeiten habe können. Okay, wir machen einen Haken unter das Thema Happel und kehren zurück zu Wiener Austria. Und wenn es für dich okay ist, ins Jahr 1992 und zum sehr spannenden Saisonfinale. Es hat sich dann quasi auf ein tatsächliches Finalspiel zugespitzt zwischen der Wiener Austria und der Salzburger Austria im damaligen Praterstadion, 40.000 Zuschauern. Und Andi Ogris hat eh klar ein Tor erzielt, das eventuell haltbar gewesen wäre vom damaligen Salzburg-Goalie Ilsanker. Oder siehst du das anders? Naja, es war mit Sicherheit ein haltbarer Schuss, der dann gekommen ist. Das, was man natürlich dazu sagen muss, dieser Ball ist dann am Ende des Tages sehr garstig aufgesessen und das noch genau dazu auf der Fünferlinie. Und deswegen war er dann halt das höher abgesprungen, als was eigentlich im Normalfall ist, wenn der, erstens einmal war es sehr nass, sehr glitschig und der Ilsanker war halt, ja, hat halt schlecht reagiert und das war halt dann unser Führungstreffer. In weiterer Folge hat der Toni Pfeffer nach einer Standardsituation es 2-0 gemacht, dann hat der Hermann Stadler noch den Anschlusstreffer gemacht. Mit einem Unentschieden waren die, glaube ich, Meister gewesen und mit dem Sieg waren es mir. Und das haben wir dann halt diese letzten, glaube ich, 10 Minuten, die dann noch zum Spielen waren, haben wir dann über die Runden gebracht und so haben wir den Meistertitel einfahren können. Und über eine Szene dieses Spiel betreffend muss man natürlich auch sprechen, nämlich über den Ausraster, man kann es nicht anders sagen, von Herbert Prohaska, der ja als Sir gilt und den man in der Öffentlichkeit so, glaube ich, davor und danach nie mehr gesehen hat. Aber damals ist er auf den Linienrichter, hat er damals noch geheißen, hingestürmt und man dachte, der frisst ihn jetzt. Wie hast du die Situation wahrgenommen? Ja, die Situation war, glaube ich, dass seine... Du warst dann relativ nah dran, weil es auch ein Wortgefecht mit Otto Baric gegeben hat. Ja, natürlich. Es war, glaube ich, die Situation, die davor war, war ein klares Elferfoul an Peter Stöger. Und der Schiedsrichter Wieser hat es nicht geahndet. Und auf diesen ist halt der Herbert explodiert. Das war natürlich ein sehr wichtiges Match, weil wir haben einen Sieg gebraucht, um den Meistertitel zu erringen. Und ich glaube, das war dann in Wahrheit das 2-0 gewesen und schon sehr frühzeitig. Und die haben den Elfer nicht gegeben und der Otto Baric hat sich noch dazu beschwert, dass das gar nichts war und hin und her. Wenn du das heute im Video anschaust, damals noch, weiß ich nicht, waren glaube ich 2 Kameras im Stadion, heute hätten wir 15 Kameras und könnten es zerpflücken von allen Seiten. Aber damals waren es halt nur mit 2 Kameras und mit beiden Kameras sieht man eigentlich, dass er 11 Meter war und der Wieser den halt nicht gegeben hat. Und der Herbert zu Recht sich beschwert hat und der Otto Baric halt dann ist und dann hat er ihm halt ein bisschen was gesagt. Und ich war halt auch in der Nähe und habe ihm Otto Baric dann auch noch was sagen müssen. Das habe ich auch loswerden müssen, weil er mir so meine ganze Karriere auf die Nerven gegangen ist. Wieso das?
Naja, weil eigentlich ein bisschen so teilweise dann auch, mit Sicherheit einer der besten Trainer, den wir da gehabt haben in Österreich, aber wenn er dann irgendwie irgendwas beeinflussen hat können, sei es Linienrichter, Schiedsrichter oder teilweise oder auf die von der gegnerischen Mannschaft auf die Spieler eingeschimpft. Das hat mir nicht so taugt und dann bin ich einmal was los geworden und dann war aber eh still. Die erzieherische Maßnahme gefruchtet sozusagen. Herbert Prohaska ist ja relativ schnell oder sehr bald nach dem Ende seiner aktiven Karriere zum Cheftrainer der Wiener Austria geworden. Das heißt, er hat natürlich viele ehemalige Spieler jetzt als seine Mitarbeiter zu behandeln gehabt. Wie hat er diesen Schwenk vollzogen? Das hängt ja nicht nur mit Herbert zusammen, sondern das hängt auch mit den jeweiligen Spielern zusammen. Für mich war das immer so, ich habe mit Herbert ein paar Jahre habe ich ihn genießen dürfen und mit ihm spielen dürfen. Schon mal als Spieler extrem geschätzt und kennengelernt und es ist eine Freundschaft entstanden. Und in dem Augenblick, wo der Herbert halt einfach Trainer geworden ist, war das für mich einfach klar, dass diese Freundschaft deswegen ja nicht abbrechen muss, aber ich muss ihn einfach so akzeptieren, was er jetzt ist. Er ist mein Trainer. Und natürlich haben wir unter vier Augen, wenn wir zusammengestanden sind und unterhalten, haben wir ganz anders geredet, als wenn die Mannschaft dabei war. Wenn die Mannschaft dabei war, wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, irgendwas dagegen zu sagen. Wenn irgendwas zum Reden gewesen war und zum Dagegenreden, hätte ich das unter vier Augen mit ihm gemacht. Und das heißt, man muss halt einfach auch jedem Trainer einfach den nötigen Respekt entgegenbringen, mit Ausnahme von einem. Aber du weißt schon, dass ich als Journalist jetzt nachhaken muss. Das habe ich bei allen Trainern war es so. Also, bei allen Trainern in meiner Karriere war es so, also, dass ich alle mit Respekt verhandelt habe. Und auch immer mit teilweise auch zurückgehalten habe, weil ich das ganz einfach so finde. Das heißt nicht, dass du als Spieler heute gar nichts mehr sagen kannst. Das stimmt nicht. Mir ist das sogar sehr recht. Mir als Trainer heute ist es sogar recht, wenn einer Ecken und Kanten hat und damit das eine oder andere Mal auch laut was von sich gibt. Aber die andere Seite ist halt, man muss immer diesen notwendigen Respekt und diese Akzeptanz seinem Trainer gegenüber, seinen Mitspielern gegenüber und auch teilweise dem Gegner gegenüber, das muss man haben. Das war immer meine Philosophie, so wie ich auftreten, so wie ich sei. Und das war halt beim Herbert ganz einfach dann extrem. Aber auch deswegen haben wir auch dann in weiterer Folge so gut zusammengearbeitet, weil, ich meine, wir haben, glaube ich, die ersten drei Jahre waren dann mit ihm Anfang der 90er Jahre bis halt der Herbert und der Erich Obermeier, der damals ein Co-Trainer war, und der Sarah Robert war Co-Trainer, bis die dann entlassen worden sind, haben wir ja, ich weiß es jetzt nicht mehr insgesamt, aber wir haben so viele Titel eingefahren, weil wir haben ja nicht nur die Meisterschaft gewonnen, wir haben ja teilweise Double gemacht, wir haben Stadthalle gewonnen, Supercup. Hat es ja damals auch noch den Supercup gewonnen. Also alles, was auf nationaler Ebene zum Gewinner war, haben wir gewonnen. Und dass man dann so einen Trainer einfach entlassen kann, habe ich damals nicht nachvollziehen können. Aber das ist halt genau das gewesen, wie er als Trainer gearbeitet hat. Er war als Trainer genauso ehrgeizig, wie er als Spieler war und auch genauso ein Vorbild. Und damit hast du mir eh schon eine spannende Steilvorlage geliefert, nämlich hin zur Absetzung von Herbert Prohaska und seinen Co-Trainern Sarah und Obermeier. Diese Entlassung oder die Absetzung hat ja in weiterer Folge auch deinen Weggang von der Wiener Austria nach sich gezogen oder provoziert. Wie ist das vonstatten gegangen? Naja, wie das dann rausgekommen ist, dass also diese drei Trainer bei der Austria entlassen worden sind, und ist es zu einem Interview gekommen und bei dem Interview habe ich gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, warum man ein dermaßen erfolgreiches Trainerteam entlost, weil ich meine, wir haben mit diesem Trainerteam in den letzten drei Jahren, weiß ich nicht, acht oder zehn Titeln erreicht und da kann ich es nicht nachvollziehen. Und das hat halt den jeweiligen Herrn damals, der für das Ganze zuständig war, nicht so geschmeckt und auf diesen Aufruf halt ja in blauen Brief mehr oder weniger gekriegt und haben wir halt einen Verein suchen können. Und okay, habe ich gesagt, gut, das muss ich halt gehen, aus Ende, gehe halt woanders hin.
Ich glaube, es war dann ein bisschen ein Transfertheater, wo du wirklich landen sollst. Gehandelt ist damals sogar Rapid geworden als möglicher neuer Arbeitgeber. War das eine ernsthafte Option oder war das eine Zeitungsente? Es war eine sehr ernsthafte Option, weil eigentlich hat man Rapid dann noch zweimal zusammengesetzt, was eh schon ein Wahnsinn war zu der damaligen Zeit. Ne? Aber die haben sich echt bemüht um mich und eigentlich hätte ich einen unterschriftsreichen Vertrag gehabt. Den hätte ich nur unterschreiben brauchen, wo ich sogar wesentlich mehr verdient hätte als bei der Austria. Und haben wir dann aber noch einmal Bedenkzeit erbeten und nach der Bedenkzeit habe ich gesagt, nein, ich kann das nicht machen, es geht nicht. Ich bin violett bis in die Knochen, was soll ich tun und ich kann das nicht tun und damit war das Thema auch durch. Okay, also spannende Geschichte. Rapid ist auch ein ganz gutes Stichwort, bevor wir dann wieder chronologisch uns weiter vorhangeln, weil du ja ein Spezialist in Sachen Derbys bist. Wenn ich richtig recherchiert habe, gibt es zumindest wenige Austria-Stürmer, die in Derbys mehr Tore erzielt haben als Andi Ogris. So zum Beispiel 1990 beim Cup-Finale, das ein sehr spezielles war. Rapid führt dank eines Tors von Fjordhoft in der 82. Minute im Happelstadion mit 1:0. Franz Wohlfahrt hat erzählt, die Austria-Spieler haben damals schon beobachtet, wie die Rapid-Spieler am Pokal vorbeigegangen sind, den schon umarmt und geküsst haben, mehr oder weniger schon gefeiert haben. Und dann ist Partycrasher Andi Ogris auf den Plan getreten und hat das Tor in der 90. Minute zum Ausgleich erzielt. 92. sogar, also diesen Recherchefehler, den nehme ich auf Mike Hoppen. Der langen Rede, kurzer Sinn, es ist dann in die Verlängerung gegangen, Rapid war gebrochen, die Austria hat durch Tore von Stöger war sie sicher, dann Hasenhüttl, ja, noch 3:1 gewonnen. War das dein Derby-Triumph, der am süßesten geschmeckt hat in deiner Karriere? Nein. Es war einer, der sehr gut geschmeckt hat, aber jeder Derby-Triumph, den ich gefeiert habe, war süß, weil es einfach gegen einen Erzfeind in der Stadt geht, ist so. Und wenn du das Derby gewonnen hast, dann hast du dich bis zum nächsten Derby ganz anders bewegen können in der Stadt. Das ist halt einmal so. Zu unserer Zeit, ich kann jetzt also nur über diese Zeit reden, wo ich aktiv als Spieler unterwegs war, war vor einem Derby war einfach ganz eine andere Stimmung in der Stadt. Die ganze Stadt war eigentlich in Aufruhr. Die Woche vor dem Derby und da hast du so ein eigenes Feeling entwickelt, auch als Spieler und das war, einerseits war es mit Stress verbunden, weil du natürlich viele Interviews geben hast müssen und viel im Vorfeld darüber gesprochen worden ist und, aber die andere Seite hast du schon irgendwie genießen können, wenn du gemerkt hast, du bist irgendwo gegangen, also jetzt nicht in der Stadt, auf der Kärntnerstraße oder am Graben und hast die dort bewegt, du hast schon gemerkt, die Rapid-Fans kommen dann heute, nächstes Wochenende haben wir euch in den Arsch aus und die Austria-Fans kommen und haben gesagt, nein, die haben viel mehr einer, die Bode waren auch so richtig. War halt, aber da war ein eigenes Feeling in der Stadt, das war immer, war wirklich, die Derbys waren immer was ganz Besonderes. Wir wollen dann wieder schauen, dass wir zurückkommen zur Chronologie. Wir haben ja deinen kurzzeitigen Wechsel schon angesprochen. Geworden ist der neue Arbeitgeber der LASK. Und wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, das kann ich mich natürlich blamieren, aber ich hoffe es natürlich nicht, ist dein erstes Spiel für den LASK gegen die Wiener Austria ziemlich in die Hosen gegangen. Also für den LASK. Weißt du noch, wie es ausgegangen ist und hast du diese Partie abgespeichert? Verdrängt. Gut, aber das kann ich als investigativer Journalist natürlich nicht auf mich sitzen lassen. Ich weiß es nicht. Damit kann ich mich nicht zufrieden sein, dass ich mich um ein Tor täusche, aber ich glaube, dass wir 5-1 verloren haben. Also war der 5.8.92. Ja. 5:1 Sieg der Wiener Austria. Der LASK hat 5-1 verloren im Hoher Stadion. Mhm. Ja. Und ja, ist halt so, und das war mein erstes Match für den LASK. Trainer damals Senekovic. Ja. Mhm. Helmut Senekovic war damals der Trainer beim LASK. Auch ein Fachmann, der sehr in Ordnung war und mit dem ich eigentlich wirklich gut ausgekommen bin. Klar haben wir die eine oder andere
Reibungslos. Aber ich habe, glaube ich, mit jedem Trainer meine Probleme gehabt. Oute dich. Aber nichtsdestotrotz war es in Ordnung und hat man, war dort auch für mich wieder eine Erfahrung, die ich halt mitnehmen habe können. Aber bin nach dem halben Jahr bin ich halt dann wieder zurück zur Austria gekommen. März 93 dann? Ja. Erstes Spiel? Sportclub, 2:1, einfacher Torschütze Andi Ogris. Am Sportclubplatz? Mhm. Ja, ja. Da, eins hat der Ivan Ausgas gemacht. Glaube ich, oder zweiter Ivan Ausgas und Andi, wurscht. Aber Ivan Ausgas ist das nächste gute Stichwort, weil es hat ja damals die legendäre litauische, ich weiß nicht, ob das deutsch ist, Achse gegeben, eben um Ivan Ausgas, Friedrikas und, nicht sagen wir es, Nabekovas natürlich. Unbestritten alles gute Fußballer. Thomas Flögl, auch ein damaliger Mitspieler von dir und von euch, sagt, aber darüber hinausgehend, also unabhängig davon, dass die drei gute Kicker waren, die haben die unter den Tisch gesoffen. Haben die wirklich so viel vertragen? Haben sie sogar mit dir aufnehmen können? Ja, gut. Okay, also vorweg schicken wollen wir einmal, dass alle drei extrem gute Kicker waren, extrem gut. Der Walders Ivan Ausgas, wissen wir auch alle, dass der ja anschließend, wo er die Austria dann verlassen hat, zum HSV gegangen ist und dort seine Karriere weitergemacht hat und dort ein absoluter Publikumsliebling war. Der Aminos Nabekovas war wahrscheinlich von allen dreien vom Fußballerischen her der Beste. Ein unglaublicher Fußballer, was der alles mit dem Ball kennen hat, war unglaublich. Und was die wenigsten wissen, ist, dass der Aminos Nabekovas, ich weiß jetzt nicht, was für ein Jahr das war, aber er war damals noch das Großreich Sowjetunion und er war einer, oder ich glaube sogar der einzige Spieler, der aus dem heutigen Litauen gekommen ist und mit der UdSSR damals die Goldmedaille gewonnen hat bei den Olympischen Spielen. Also der Mann ist im Besitz einer Goldmedaille von Olympischen Spielen. Und wenn man sich das Land damals anschaut, wie groß die Sowjetunion war, und dann nimmt man den Nabekovas her, der aus Litauen gekommen ist, und dass der in diesem Nationalteam damals gespielt hat und dort die Goldmedaille gewonnen hat, dann kann man es noch viel mehr wertschätzen oder sagen, was das eigentlich für ein außergewöhnlicher Fußballer war. Extrem guter. Der Robertas Friedrikas, ein sehr, sehr lieber Freund von mir auch. Eigentlich alle drei waren, weil die einfach super angepasst haben bei uns. War vielleicht nicht der begnadete Fußballer, aber hat eine Kraft gehabt. Dieser Mensch hat Kraft gehabt und Muskeln gehabt, da habe ich gar nicht gewusst, dass es welche gibt. Der hat unmenschlich und einen Schuss, also vor dem hat sich ja jeder Gegner gefurcht. Ne? Und ich habe immer gesagt zu ihm, so wie Frieder, wenn du einen Freistoß schießt, dann verlang keine 9 Meter für die Mauer. Die gingen freiwillig 15 Meter weg, wenn sie wissen, dass du den Ball auflegst. Weil der hat wirklich so einen Fetzen gehabt. Da habe ich gesagt, wenn du den ersten in die Mauer schießt, dann schießt aus der Mauer irgendwann raus. Und beim zweiten Freistoß stehen sie sich 20 Meter weg, dass du das ja nicht treffen kannst, weil das war unmenschlich. Aber alle drei, erstens einmal fußballerisch, top, menschlich, unglaublich. Ich habe selten Ausländer bei der Austria miterlebt, die so schnell der deutschen Sprache mächtig waren. Die haben das wirklich wollen und die haben das erbracht. Und von der Trinkfestigkeit her kann ich den Thomas Flögl beipflichten, dass das wirklich sehr, sehr, also das waren auf jeden Fall Männer, die mit einem großen Durst ausgestattet waren und du hast das wirklich schwer gehabt, mit einer mitzuholen, wobei man natürlich das immer dann anders sehen muss, die kommen aus Russland oder jetzt aus Litauen daher, die werden ja schon mit Wodka aufgezogen. Okay, da wollen wir jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Über Ivan Ausgas müssen wir trotzdem sprechen. Der hat nämlich das Tor des Jahres erzielt, 1993, ausgerechnet gegen Rapid. Mit Rapid hat es nicht viel Mitleid gehabt. 1-0. Da haben wir 4-0 gewonnen, das Match.
Meisterschaft entscheidend. Ich habe die Flanken geschlagen und der Walders hat in der Mitte einen Fallrückzieher gemacht und hat damit den Michi Konsel das erste Mal bezwungen. Das Match haben wir dann 4-0 gewonnen. Der arme Konsel. Hast du kein Mitleid gehabt mit ihm damals? Es fällt mir schwer, mit einem Rapidler Mitleid zu haben. Aber ich habe natürlich auch, das ist es ja wie immer, das ist ja immer so, das ist Rapid-Austria-Geschichtel, das wir da immer haben. Bei aller Fan-Rivalität und Vereinsrivalität gehört das dann trotzdem dazu, weil am Ende des Tages geht es um ein Fußballspiel. Und am Ende des Tages will es Rapid gewinnen oder Austria gewinnen. Aber nichtsdestotrotz, was viele Leute nicht glauben oder nicht wissen, ist, dass wir Spieler uns untereinander extrem gut verstanden haben von den jeweiligen Vereinen und mich heute noch mit den verschiedensten Rapid-Spielern eine sehr, sehr enge Freundschaft verbindet. Zum Beispiel Reinhard Kinas, mit dem war ich gemeinsam beim Bundesheer und seit unserer gemeinsamen Bundesheerzeit, das war 1982. Du bist angeblich für viele schlaflose Nächte von ihm verantwortlich, just vor Davis. Magst du was sagen dazu? Weil ich den Hugh da mal angerufen habe auf die Nacht dann, ja. Oder in der Nacht. Vor dem Spieltag. Ja, genau, natürlich. Aber seitdem verbindet uns eine sehr enge Freundschaft, die bis heute Bestand hat. Auch, weiß ich nicht, Küpper, Didi, Gaga Kurtl, Weinhofer Rudi, das sind alles langjährige Freunde von mir und die werden es auch immer bleiben. Egal, ob das jetzt ein Rapidler ist oder nicht. So, wir müssen schon langsam schauen, dass wir weiterkommen, weil ich habe, das sei nur der Ordnung halber erklärt, dem Andi gesagt, er möge sich bitte eine halbe Stunde Zeit nehmen. Ich glaube, das haben wir jetzt eh schon drüber, ohne mitgestoppt zu haben. Aber es ist halt wahnsinnig spannend, dir zu lauschen. Jetzt, so uncharmant das jetzt auch klingt, jetzt fällt es mir eh leicht, weil ab jetzt tut sich chronologisch, erfolgstechnisch eh nicht mehr so wahnsinnig viel bei der Wiener Austria. Also so ab Mitte der 90er hast du schon de facto auch Durststrecken miterlebt und vor allem relativ viele Trainer. Hast du die alle abgespeichert? Ich habe es da neben mir liegen, zumindest wenn ich es richtig... Alle habe ich nicht abgespeichert, aber wenn ich es jetzt noch aufzählen müsste, dann würde mir, glaube ich, keiner abgehen. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwann vergessen würde. Also in den 90er waren, also nach Prohaska waren dann Stessel, Hickersberger, Kordes, Rubisch, Skocic, Frank, glaube ich, wenn ich richtig recherchiert habe. Hickersberger auch noch ein interessanter Mann, der, glaube ich, bis heute ein bisschen daran kiefelt, dass er bei der Austria entlassen wurde, trotz Cup-Siegs und trotz Stadthallensiegs, glaube ich, auch. Und trotz, jetzt kommst du wieder ins Spiel, eines legendären Tores, für das der Hickersberger nichts kann, aber er war damals Trainer. Die Rede ist vom Ferseltor des Andi Ogris in der zweiten Champions League-Quali-Runde Rückspiel zu Hause gegen den FC Barcelona. Zweifacher Torschütze für Barcelona, damals Stoichkov. Das Spiel ist 2-1 ausgegangen und Andi Ogris hat das Tor seiner Karriere erzielt, kann man das so sagen? Naja, es ist wahrscheinlich eins der Tore, über die man sich heute noch immer unterhält. Also zwei Tore begleiten mich, haben mich meine ganze Karriere begleitet und auch jetzt und danach noch. Also haben wir eh schon angesprochen gehabt, das Tor gegen die USA. Mit dem Sprint von 16er zu 16er und das zweite Tor ist halt das Ferseltor gegen FC Barcelona. Wobei es uns dann am Ende des Tages nicht viel geholfen hat, weil wir ja auch schon 3-0 verloren haben. Wobei 4-0 sogar, oder? 3-0. Okay. Wobei ich sagen muss, ich war beim Auswärtsspiel war ich gesperrt, war trotzdem mit im Stadion, aber wir hätten dort nicht verlieren müssen. Wir haben in Wahrheit in der ersten Halbzeit bei 0-0 drei Mörderchancen gehabt. Wenn ich mich recht erinnere, hat eine der Nabecko was vergeben, eine der Prosenik und eine der Hasenhüttl. Und wir haben 300er gehabt, bevor Barcelona überhaupt das erste gemacht hat. Und das erste Tor, was Barcelona dann gekriegt hat, war ein Elfmeter, den der Kumann reingehauen hat und der deutsche Schiedsrichter, der, glaube ich, Krug der Kassen, der hat den pfiffen und das war im Wahrheit ein Skandal-Elfmeter, aber den kriegst du halt, wenn dann sind 80.000 im Stadion und schreien, dann kriegst du halt so einen Elfmeter und wenn du hast FC Barcelona und spielst gegen die Austria, dann gibt es halt so einen Elfmeter. Das ist ja etwas, was der Hickersberger heute noch sehr launig erklärt. Er hat gesagt, wir haben gespielt damals gegen eine Star-Truppe, die war gespickt mit Offensiv-Superstars, Stoichkov, was weiß ich, Echeverria, Laudrup, ich glaube Romario damals. Ja, genau. Und dann war ausgerechnet zweifacher Torschütze Kumann mit einem Elfmeter und einem Freistoß. Ja, genau. Also das war so auch nicht zu erwarten.
Ja, aber das auch das hat ja den Ronald Koeman total ausgezeichnet, weil er halt ein extrem guter Freistoßschütze noch dazu war und den Elfmeter hat er halt auch reingehauen. Ne? Das war halt schwer. Aber wie gesagt, das Spiel hätte ganz anders verlaufen können. Aber die waren natürlich, braucht man auch nicht reden, haushoher Favorit. Und mit, wie gesagt, mit Stoichkov, Romario, Laudrup, topbesetzte Mannschaft. Offensiv. Nicht? Götter, ja, kann man schon sagen. Und dann ist also so eine kleine Durststrecke gekommen und eh nicht zu sehr in Wunden wühlen, aber du hast den Namen Cordes schon erwähnt, einer deiner vielen Trainer, die du bei der Austria genossen hast, mit dem du gar nicht warm geworden bist. Warum nicht? Jeder Trainer, und da kannst du sie alle fragen, der mit mir offen und ehrlich kommuniziert hat und offen und ehrlich geredet hat und mich mit dem nötigen Respekt von Trainer zu Spieler behandelt hat, mit denen habe ich eigentlich nie ein Problem gehabt und hat es auch nie Probleme gegeben. Es hat immer wiederum Diskussionssachen gegeben, die wir immer wiederum gehabt haben und der Cordes hat das gar nicht gehört. Der Cordes war, ja. War sagst, das auf dem, was du, ich sitze. Du darfst, das erst bei uns naja, der war das, was auf dem, was ich sitze, Ende der Durchsage. Das ist es. Das war menschlich falsch. Es geht ja schon da, fängt ja schon dann dort an, wenn du mit deinem Menschen dich unter vier Augen unterhältst und der kann dann nicht in die Augen schauen, dann weißt du schon, was geschlagen hat. Für mich ist das zumindest so. Und deswegen habe ich mit denen überhaupt nicht kennen und den habe ich auch komplett das aus meinem Speicher rausgelöscht. Also, okay, ist mal, wenn man in China Sackel reise und fällt, interessiert mich das genauso, wenn der Cordes heute da über den Kieselstadter stehst. Na wurscht. Okay. Also, dann wollen wir deinen Speicher damit nicht belasten und wollen zum Abschluss noch auf ein Schmankerl aus deiner Karriere zu sprechen kommen. Ich kann mir vorstellen, dass ich dich damit ein bisschen langweile, weil du das wahrscheinlich mindestens 415.000 Mal schon erzählt hast. Aber ich kann nicht den Andi Ogris zum Interview über die alten Zeiten bitten und dann ausgerechnet die Sache auslassen. Du weißt natürlich längst, wovon die Rede ist. Frühjahr 96, Derby Rapid gegen die Austria im Hanapi-Stadion. Und es kommt zum sagen- und mythenumwobenen Nasenrival mit dem Kübauer. Wie das? Und wie oft hast du die Geschichte schon erzählt? Ja, sehr oft. Aber die Wahrheit ist, dass ein Derby war, das auf Messerschneide gestanden ist und irgendwo in der gegnerischen Hälfte, also in der Rapid-Hälfte, ein Zweikampf war, wo ich eine Balleroberung habe und der Didi halt dagegen halt und man dann halt ich halt im Rutschen bin und der Didi steigt mir halt auf den Oberschenkel mit den Fußballschuhen. Und das hat mir halt dann nicht so geschmeckt. Weil das ja trotzdem auch mit Schmerzen verbunden ist, das die meisten Leute halt nicht wissen. Und ich habe halt dann meines dazu beigetragen, indem ich ihm halt gesagt habe, dass er das mit mir so nicht machen kann. Und da ist halt dann dieses Bild Nasen an Nasen zustande gekommen, das halt legendär geworden ist. Der Didi ist mir nicht schuldig geblieben, verbal, aber das, was ausschlaggebend ist, ist, dass wir nach dem Match uns einfach die Hand gegeben haben und damit war es wieder erledigt. Alles klar. Damit das ist nämlich immer das Wichtigste. Genau. Und das ist eigentlich das schönste Schlusswort, das man sich wünschen kann. Man könnte natürlich noch lange über deine Karriere plaudern, aber jetzt habe ich dein Zeitbudget schon wirklich sehr strapaziert. Die Überstundenpauschale, die verrechnest du bitte dem Peter Frauneder, Sportchef der Kronenzeitung. Machen wir das so? Ja, das ist in Ordnung. Alles klar. Herzlichen Dank, war wie nicht anders zu erwarten, sehr unterhaltsam, dir zu lauschen. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören und klicken Sie sich beim nächsten Mal bitte gerne wieder rein. Machen Sie es gut.